kein Profi, lasst mich in Ruhe. Ich spiele das nur, weil es mir Spaß macht. Also, ich spiele generell Spiele, weil sie mir Spaß machen. Machen wir halt auf die gute altmodische Variante. Ich töte einfach alles, was mir im Weg kommt. Dann kann ich wenigstens nichts falsch machen. Meine Fresse, ey. So, zeig mal, was hast du so? Und gute Nacht. So, ich brauche mal ein paar Kugeln von dir. La. Auch schon überall tobt Krieg und die so, sind hier Feinde? Fragezeichen. Könnte es sein, dass hier... Oh. Dann halt nicht. Und geht das eigentlich nochmal? Dann halt so. Und nochmal begraben. So, ich weiß noch, erste Session Creep, wo wir so unser Geld gemacht haben. So, wie gesagt, ich töte einfach alles, was mir in die Quere kommt. Und das meine ich auch so, also nehmt mich gefälligst ernst. Niemand überlebt diesen Kampf. Jetzt wird es ein pures Gemetzel. Ich kann mich doch nicht töten von euch hier. Oh oh. So, der ist tot. Das war übrigens schon klar, bevor er gestorben ist. Warum hat er mich eigentlich gesehen? Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ist auch tot, okay. So haben wir der da noch. So. Jetzt aber. Bam, so will ich das sehen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt aufgehört ist. Achso, der hat geschossen und dann ist er noch nicht zugerannt. Stirb, stirb, stirb und jawohl. Wo lag's gerade ganz schön? So, da habe ich mal ganz kurz die Aufnahme unterbrochen. Jetzt, ich lag da trotzdem ganz schön. Läuft meine Platte etwa schon wieder voll? Das kann aber nicht sein. Hallo? Greif doch mal an oder stehst du nur sinnlos rum? So. So. Und die neu? Egal, ich brauche noch einen Offizier. Den hole ich mir jetzt. So. Hier geht es, glaube ich, hoch. Ja, ist ein Treppe, okay. Wo bist du, lieber Offizier? Ich weiß, dass du hier bist. Zeig dich mir, Herr Offizier. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Erbeuten. Ja, das kann man erstmal so eine Truhe erbeuten. Und... Gute Nacht. So. Den Raum erreichen. Die Leute haben sich ergeben. Wunderprächtig. Ich habe keine Pistolen mehr. Auch nicht schlecht. Ich frage mich übrigens, warum ich den töten muss, aber ich meine, er ergibt sich ja so oder so. Aber warum nicht? Ich meine, wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. So. Wunderbärchen. Oh, das ist die Ecke gewesen. Das heißt auf Deutsch, wir haben hier jetzt wirklich alles komplett in der Ecke zu uns gemacht und können hier überall Schiffe jagen. Yay! Ja, gut.
Ja, ich würde beim nächsten Mal machen wir dann also die Missionen weiter. Macht ihr hier beiden. Ich rauf mal kurz. Musst du unerwünschte Aufmerksamkeit loswerden? Ja. Genau, danke. Reden. Hat er gerade Englisch mit mir geredet? Kaufen! Detektor Upgrades, kann ich upgrades. Starke Kettengeschosse. hol ich mir erstmal nicht. Muss ich ja nicht immer kaufen. So, ja, beim nächsten Mal machen wir das dann hier alles. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss, denn ich denke, ich habe erstmal genug aufgenommen für die nächsten Tage. Hihi. Bis dahin, tschüss, adios. Yo, ho, ho, in the battle of rum. Arr, ihr Landratten! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 mit Nevergest. Hier sind wir wieder zurück. Die Mission amerikanische Träume ist fehlgeschlagen. Neue Horizonte hatte Erfolg. Und das erste war auch ein Erfolg, auch wenn ich nicht lesen konnte. So, ja, herzlich. Könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen, mein Freund? Könnte ich das? Wir machen dir keinen Ärger mehr, Captain. Finde ich sehr gut. Okay, danke dir. Ja, Marineaufträge, blinde Justitia. Wir gehen aber gleich mal hin. Belohnung 1800 Real, Schwierigkeits 4 von 5. Seid gegrüßt, Freibeuter. Euch bietet sich nun die seltene Gelegenheit, im Namen der Rechenschaft und des Gesetzes zu handeln. Ein Halunke, der sich als Kapitän ausgibt, segelt an Bord eines britischen, britischen, kann ich weiter runter, hallo, kann ich mal weiter, hallo, keine Ahnung, eines britischen, bla bla bli blu bla, und deswegen müssen wir ihn jetzt bla bla bli blu bla, yay, ich merke gerade, ich bin wieder gut gelaunt, wo muss ich hin, alles klar. Ja. Und zwar hatte ich ja heute... Ich muss gleich niesen. So, da bin ich wieder. Und zwar hatte ich ja heute eigentlich vor Magic Mine aufzunehmen. Und ja, das ist sehr nach hinten losgegangen. Musste ich vorhin dann die gesamte Aufnahme mittendrin abbrechen, weil mir auf einmal übel wurde und ich Kopfschmerzen bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, nimmst jetzt das hier auf. Es ist kein Platz mehr in ihrer Flotte. Mehr Docks hinzufügen? Neues Dock hinzufügen, warum nicht? Zu meiner Flotte hinzufügen? Das scheint ein großes zu sein. Feuerkraft, Tempo, Frachtraum. Ich sehe aber jetzt gerade noch gar nicht. So, zeig mal das her. Mehr Docks hinzufügen. 50, auch nicht schlimm. Kann man auch uns leisten. Zu meiner Flotte hinzufügen. Und die Tiegre, die tun wir mal für 150 abfracken. Mission Neue Horizonte. Gehandelt. 5 Federn, Belohnung, Hinweis spielen Sie mit Freunden und beenden Sie so... So, die Mission schneller, statt freigeschaltet Jamestown. Alles klar. Weiterspielen. Schiff verloren. Sie haben verloren. Hinweis. Okay. Oh, cool. Silber. Was ist ein großer Silberschlüssel? Keine Ahnung. Sie haben einen sammelbaren Fundstück. Große Silberschlüssel. Weiterspielen. Rettet die Kinder. Habe ich auch erledigt. Wunderprächtig. Dann würde ich mal ganz kurz... Kann ich irgendwo weitermachen? Nee, gell? Hier kann ich eine Seeschlacht führen. Geschwindigkeitsbonus, Feuerkraftbonus, weniger Schaden erleide ich immer den Feuerkraftbonus. Und wähle die... ich nehme mal die HMS Odin, repariere die noch ganz kurz, bestätigen. Genau. Und dann Schlacht beginnen. So, dann lassen wir das Kanonenprogramm mal angreifen. Oh mein Gott, nein, ich habe so viel Schaden genommen.
Oh mein Gott, nein, es wird immer schlimmer. Oh, Sieg, wunderschön. 10 Diamanten und 20, was bist du rum, wahrscheinlich. Neuer Status, sicher, weiterspielen. Wunderschön, keine Schachten verfügbar, Missionen aber verfügbar. Der Gemischtwarenladen, wir machen es einfach, reparieren kurz mal unser Schiff hier. Bestätigen, Schiff repariert, yay. Und dann, Schiff entsenden. Yep, wunderschön. So, dann haben wir noch Diplomatie 1. Bringt uns 150 Schiff entsenden. Dann haben wir noch eine gute Tat. Bringt uns 100 Schiff entsenden. So, jetzt hätte ich gerne noch was anderes. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier eigentlich scrollt. F3 Seekarte, die Flotte, Belohnung, nee, Moment, abbrechen, die kann ich auch, jetzt bin ich hier auf einmal, okay, hä, graf ich nicht, ich muss die Steuerung nicht verstehen, oder? Wo war mein Geschwindigkeitsbonus, nehme ich mal, weil unser Schiff ist ja stark genug, HMS Odin, Geschwindigkeitsbonus und oh, ich kann sogar beide Schiffe nehmen, ist ja lustig. Oh mein Gott, das wird ein so schlechter, so ein gigantischer Kampf einfach nur. Plupp. Und das Kanonenboot. Aua! Oh mein Gott, nein, das werde ich nicht überleben. Stirb. So, Sieg. Wir bekommen 5 Smaragde und Zucker bekommen, so wie es aussieht. So, die Schuhe ist auch nicht mal so risikoreich. Und wir können Missionen spielen. Erst ernste Seegeschäfte. 50. Das ist doch total langweilig. Wer will denn sowas? Nein, abbrechen. Ich muss das abbrechen, damit ich zum nächsten komme. Ich raff das auch nicht. Okay, gut. Dann nehmen wir mal die HMS Glory und die HMS Odin. So. Fregatte und Brig. Ich werf mal keine Feuerfässer ab. Die wird jetzt ein bisschen mehr Schaden machen als die letzte, aber auch nicht wirklich so viel. Auch der macht Schaden. Oh. Und jetzt schießen wir zurück. Flupp, Brig weg. Und flupp, Fregatte weg. Wunderprächtig, Sieg. So, 30 Smaragde. Und ordentlich was dazu bekommen. Und das Risiko ist auch gesunken. Oh, wie ich das liebe. So, Seeschlacht hier. HMS Glory. Moment, die tue ich mal ganz kurz reparieren. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch. Wo stehen unsere Smaragde? Diamanten. Ach, da oben. Okay, wir haben immer noch fast 200 dann. HMS Odin reparieren. Und ein Schoner. Schlacht beginnen. Oh, ja, also da werde ich bestimmt jetzt Probleme bekommen mit einem Schoner. Wieso ist die HMS Glory jetzt nicht repariert? Muss ich das verstehen, warum die nicht repariert ist? Nee, gell? Ja, gut. 20 Smaragde und wir haben wieder Diamanten bekommen.